Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hergekommen seid. Heute meine ich es wirklich besonders. Ich weiß nicht, wie schwer es euch heute gefallen ist, herzukommen. Es ist ein schönes Wetter, ein freier Tag. Vielleicht hättet ihr gerne draußen auf der Terrasse gesessen und was gegessen. Jetzt seht ihr hier, ich freue mich, dass ihr so macht. Das ist schön. Schön, dass ihr hier seid. Wir wollen hier drin sitzen und aber auch gemeinsam essen von der geistlichen Speise. Und ich freue mich darauf, wieder da zu sein. Gefühlt eine Ewigkeit, so für mich. Es waren nur 2 Wochen, in denen ich jetzt nicht da sein konnte und dienen konnte. Fühlt sich sehr, sehr lange an für mich. Normalerweise, wenn ich nicht hier bin, bin ich unterwegs und dann vergeht auch die Zeit für mich anders. Und das ist nicht so, dass, ja, aber jetzt ist es komplett außer Gefecht gewesen und so fühlt sich das so lange an. Aber schön, dass ich wieder da sein kann, mit euch wieder das Wort Gottes lesen und mit euch studieren darf, einen Galaterbrief weitermachen darf. Möchte an dieser Stelle mich beim Ruben bedanken, der hat Vertretung gemacht. Und normalerweise, ich habe eigentlich diesen Termin freigehalten. Ich dachte 1. Mai, weiß nicht. Aber Ruben meldete sich und sagt, willst du die Bibelstunde machen? Und hat mich da ermutigt, weil ich sagte, die Pause ist dann schon zu lang. Und jetzt ist aber als Familie, sie sind da, ist nicht mehr da, in ihrer alten neuen Heimat oder neuen alten Heimat, je nachdem wie rum es ist, dürfen sie online verfolgen. Ich grüße euch ganz herzlich und danke für die Vertretung, sowohl in der Bibelstunde auch im Gottesdienst. So, genug geredet, genug Vorrede und Erklärung. Lasst uns das Wort Gottes aufschlagen im Galaterbrief. Wir setzen unser Studium des Galaterbriefs fort. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wo wir stehen geblieben sind, was wir als letztes gemacht haben, aber dass wir im Galaterbrief sind, das denke ich, habt ihr nicht vergessen. So, ich habe es nicht vergessen. Und wir sind im 4. Kapitel, studieren die Verse 21 bis 31, diese Verse, in denen es darum geht, das Gesetz und somit auch das Alte Testament richtig zu verstehen. Und ich möchte nochmal die Verse gemeinsam lesen mit euch, ihr könnt gerne mitlesen. Dann stehen wir auf, beten für die Bibelstunde und dann setzen wir unser Studium nach dieser kurzen Pause fort. Paulus schreibt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Denn es steht geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien aber durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten 2 Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei, das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebärst, sprich in Jubel aus und ruf laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Lass uns beten, stehen wir dazu auf, wem es möglich ist. Und ich lade euch ein, mit mir zu beten und ich mache den Abschluss.
Amen. Jesus Christus, ich danke dir für diese Zeit heute. Ich danke dir für diese Lerngemeinschaft, für diese Glaubensgemeinschaft, die wir hier an diesem Ort erleben dürfen, aber nicht nur an diesem Ort, sondern auch an allen Orten, mit denjenigen, mit denen wir im Geist verbunden sind, in dir verbunden sind, ein Leib sind, eine neue Schöpfung sind, ein neues Volk sind. Ich danke dir dafür, für dieses Vorrecht, an dem neuen Bund teilzuhaben, diesem Evangelium teilzuhaben. Und so einfach diese Glaubensgemeinschaft und auch unser Glauben ist, so tief und breit und hoch und lang und eigentlich unergründbar ist es. Und Jesus Christus, wenn wir mehr darüber nachdenken, brauchen wir Klarheit darüber, was das alles bedeutet und vor allem, was es halt eben nicht bedeutet. Und da gibt es so viele Meinungen, so viele Positionen, so viele Lehren. Nicht alles ist klar, nicht alles ist ersichtlich, nicht alles ist verständlich und nicht alles ist wahr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass die Bibelstunde heute und das Studium deines Wortes zu der Klarheit und zur Festigkeit unseres Glaubens, dieses einfältigen Glaubens, reicht und dass es uns mündiger macht in diesem Evangelium. Herr, nicht nur die Schätze uns offenbart, sondern aber genauso wirklich die Klarheit in diesen Dingen, damit wir feststehen. Ich bete das immer wieder, werde auch das nicht aufhören zu tun. Und ich danke dir, dass wir heute gemeinsam lesen dürfen und du als unser guter Heiliger Geist, unser Lehrer bist. Ich danke dir dafür. Amen. Wunderbar. Galaterbrief aufgeschlagen, Kapitel 4, die Verse 21 bis 31 haben wir gerade gelesen. Also es geht in diesem Abschnitt, nur ganz kurz euch wieder abzuholen und euch ganz kurz daran zu erinnern, wie man das Gesetz richtig liest, wie man das Gesetz richtig versteht. Warum schreibt Paulus diesen Abschnitt? Weil er natürlich an die Gemeinde in Galatien eine sehr intensive Auseinandersetzung mit ihnen geführt hat und ihnen beweisen wollte, sie ermahnen wollte, sie neu ausrichten wollte, in der Gefahr, in der sie standen, dass sie nicht zurück zum Gesetz gehen sollten, dass sie das Gesetz nicht zum Evangelium hinzufügen sollten. Ich möchte an dieser Stelle kurz zwei Dinge differenzieren und die uns vielleicht helfen, auch das besser nochmal einzuordnen und auch für unser Glaubensleben besser einzuordnen. Wenn wir den Galaterbrief lesen, merken wir, dass das ein sehr scharfer Brief ist, sehr klar. Er benennt dann die Dinge sehr klar und positioniert sich. Er wird auch sehr, sehr ernst und eins ums andere Mal auch sehr, ja, für unsere Ohren vielleicht provokativ, wenn er von verflucht spricht und solche Dinge. Also es ist ein sehr ernster, sehr klarer Brief. Und da scheint es so, dass er kein Millimeter bereit ist, rechts und links zu gehen und keine Toleranz akzeptiert, sondern wir sollen im Evangelium und am Evangelium bleiben und wir dürfen nichts hinzutun und geschweige denn etwas wegzutun, sondern das ist so sehr klar. Wenn man den Römerbrief zum Beispiel liest und dann Kapitel 13, 15 liest, dann spricht er darüber, dass wir, wie wir in Liebe leben sollten und dass wir mit denen, die ein schwaches Gewissen haben, auch bezüglich des Gesetzes, zum Beispiel das Essen von Götzenopferfleisch oder das Trinken und all diese Dinge, wie feinfühlig wir mit denen umgehen sollen. Wir sollen nicht mit denen, wir sollen denen nicht ein Anstoß werden, wir sollen sie da nicht in ihrem Gewissen noch mehr brandmarken. Und da rät er und sagt, seid vorsichtig, wir sind frei, wir sind wirklich frei.
Aber wir müssen weise sein, wie wir mit denen umgehen, die in dem Gewissen so durch das Gesetz gebrandmarkt sind oder geschärft sind. Und dann denkt man, ja, wieso ist er hier so scharf, wieso ist er so klar? Und im Römerbrief, wieso hat er so eine Haltung des Mitleids, Mitgehens, Mitgefühls? Wo liegt der Unterschied? Wir müssen begreifen, dass die Adressaten oder das, was er schreibt, eine verschiedene Kontexte hat. Wenn er an die Römer schreibt, dann schreibt er gegenüber denjenigen, soll man feinfühlig sein gegenüber ihrem Gewissen, die ihm unter dem Gesetz geboren worden sind, die zum darin groß geworden sind, die von Kind auf gelernt haben, ihre Hände zu waschen und die von Kind auf gesagt haben, das darf man nicht essen. Die und ihr Gewissen wurde von Anfang an permanent so geschärft, ob sie wollen oder nicht. Das Gewissen ist dadurch geprägt. Das Denken ist tief verankert. Kennen wir selber wahrscheinlich in bestimmten Dingen. Wir sind aufgewachsen mit bestimmten Verhaltungs- und Denkmustern. Und dann erkennen wir das Evangelium und wir merken, wir rutschen immer und immer und immer wieder da hinein und kommen gefühlt nur langsam wieder vorwärts oder daraus. Und da sagt die Schrift und sagt Paulus zu denjenigen, die dann aus dem Gesetz, das sind Juden, die unter dem Gesetz waren, zum Glauben gekommen sind, er sagt, wir müssen mit ihnen Meilen gehen. Wir müssen da vorsichtig sein. Entschuldigung, wir müssen da vorsichtig sein und da Rücksicht nehmen und er nimmt sich die Zeit und erklärt, warum sie trotzdem das Opferfleisch essen können ohne schlechtes Gewissen. Er sagt nicht, ihr dürft nicht, er sagt nur, versteht's. Aber da Vorsicht, warum? Weil sie aus dem Judentum herauskommen und zum Evangelium durchgedrungen sind. Und da ist der Umgang mit denen ein anderer wie bei den Galatern. Warum? Warum ist er bei den Galatern viel schärfer? Weil die Galater nicht aus dem Judentum kommen. Die Galater sind Heiden gewesen, die waren nie unter dem Gesetz. Ihr Gewissen war dann nie geprägt, es wurde nie geschärft, sondern sie lebten ohne dem Gesetz. Und jetzt kommt einer und sagt, ihr müsst das Gesetz halten. Und die sind bereit, sich wieder unter das Gesetz zu stellen. Und dann sagt er es nicht, auf keinen Fall. Das ist der Unterschied. Er spricht hier nicht zu Juden, die ein gebrandmarktes Gewissen haben. Er spricht zu Heiden, die gar kein Gewissen hatten in diesem Bereich, sondern jetzt im Evangelium stehen und man in dieses Gewissen aufstülpen möchte. So. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und das ist auch gut für uns in der Anwendung und auch in unserem Dienst. Das ist ein Teil meines Seelsorgedienstes, immer zu schauen, wo kommt jemand her. Das ist immer, wenn jemand kommt und sagt, darf ich nicht, sage ich, es kommt drauf an. Man muss wissen, woher jemand kommt. Und wenn jemand, nur als Beispiel, aus einer Prägung kommt, ich nehme jetzt bewusst dieses Beispiel, aus seiner Landeskirche oder aus der katholischen Kirche, er erlebt Wiedergeburt, kommt zum lebendigen Glauben, aber er hat so viel an Prägung mitgenommen, sei es, wie man das Abendmahl feiert, oder sei es Taufe, Kindertaufe oder nicht. Das ist so viel Prägung. Und wenn jemand daher kommt und nicht die Tiefe, noch nicht das Verständnis, noch nicht die Klarheit des Wortes Gottes in diesen Lehrfragen hat, dann fordert uns die Schrift Barmherzigkeit. Da fordert uns die Schrift, zu Meilen mitzugehen und schauen, wo wir dann nicht das Gewissen, das ohnehin schon so scharf ist, dann noch schädigen, sondern in der Barmherzigkeit, in Liebe, Meilen mitgehen, erklären, ringen, beten, unter das Wort bringen. Und dann macht der Geist die Veränderung. Das ist ein Weg. Aber wenn jemand nicht aus diesem Kontext kommt, wenn jemand diese Dinge nie, da nicht groß geworden ist und dann nie geglaubt hat, aber dann auf einmal auf die Idee kommt, oh, es wäre gut, in dieser Form das Abendmahl zu feiern, oder es wäre wichtig, es nicht nur als Erinnerung, sondern als Mahl, dass wirklich das Blut Jesu da ist, der Leib Jesu, oder Kindertaufe ist notwendig und. Aber das heißt, vom anderen Seite kommt, dann haben wir einen Auftrag, und in der Schärfe und der Klarheit des Wortes Gottes zu sagen, nein, hier nicht. Versteht ihr den Unterschied? Das ist wichtig für uns, dass wir in der Wahrheit ringen, in der Wahrheit Klarheit haben, aber genauso in der Liebe und der Barmherzigkeit mit den Kindern Gottes gehen. Und wann müssen wir was tun? Das ist ja oft die Schwierigkeit, oder? Wann reagiere ich richtig? Wann muss ich Härte zeigen? Und wann muss ich Barmherzigkeit und Mitleid und Geduld zeigen? Und ich finde, beim Apostel Paulus lernen wir das sehr gut.
teilweise die gleichen Themen, aber je nachdem, aus welchem Kontext, der reagierte unterschiedlich. Und deswegen haben wir im Galaterbrief einen sehr scharfen Ton. Warum? Weil hier nicht Juden sind, die wieder zurück zum Gesetz wollen. Hier sind Heiden, die überhaupt unter das Gesetz sich stellen wollen. Und er sagt, hört auf. Könnt ihr soweit mir folgen, ja? Habt ihr wahrscheinlich den Satz schon vermisst, könnt ihr mir folgen? So, also ich, das einfach noch als Erinnerung, als Hinführung. Und von daher, er argumentiert, er zeigt das Evangelium auf, er zeigt die Quelle des Evangeliums, die Wirkung des Evangeliums, die Befreiung durch das Evangelium vom Gesetz. Und nachdem er sein persönliches Anliegen und sein Ringen um die Galater nochmal deutlich gemacht hat, kommt er noch einmal zu einem Finale, würde ich sagen. Das ist, ich habe es schon immer wieder, wahrscheinlich in jeder Bibelstunde gesagt, dass ich diesen Abschnitt für so wertvoll und so herrlich finde und so lehrreich und für mich so wichtig, weil hier lernen wir, wie wir dann die Schrift, das Alte Testament, das Gesetz richtig lesen sollen. Wenn wir unter dem neuen Bund sind, wenn wir im Glauben sind, dann bedeutet nicht, dass uns der große Teil der Schrift nichts mehr zu sagen hat und dass es uns nicht mehr gilt. Das gilt den Juden, das gilt nicht uns, wir sind Gemeinde und das Alte Testament hat uns nichts zu sagen, sondern wir müssen verstehen und lernen, dass dieser größere Teil der Schrift uns das Evangelium eben verkündigt. Und das ist so ein guter Abschnitt, nochmal das zu lernen oder darin zu lernen, wie man das Alte Testament, wie man das Gesetz liest. Und deswegen haben wir hier dreimal diese Formulierung von Apostel Paulus. Schaut nochmal Vers 22, denn es steht geschrieben. Seht ihr das? Bei mir rosa oder ist das auf jeden Fall eine schöne Farbe. Das sticht bei mir raus. Vers 22, denn es steht geschrieben. Schaut mal, Vers 27, denn es steht geschrieben. Und Vers 30, aber was sagt die Schrift? Seht ihr, dreimal in diesen 10 Versen, dreimal sagt er, es steht geschrieben, denn die Schrift hat was gesagt. Und darum beginnt er und sagt, sagt mir, ihr, die ihr das wollt, hört ihr überhaupt das Gesetz nicht? Und jetzt bringt er drei Schriftzitate, er bringt drei Verweise auf das Alte Testament, auf das Gesetz und zeigt, wie man das eben richtig lesen soll. Und da sind wir ja schon, ich glaube, jetzt die 5. Bibelstunde dabei, diesen Abschnitt miteinander durchzuarbeiten und von Paulus zu lernen, wie man das Gesetz richtig lesen soll. Wer weiß noch, was ist das Erste, worauf wir achten sollen? Ihr müsst das nicht laut sagen, könnt ihr innerlich. Das Erste ist, wir müssen auf das Gesetz richtig hinhören. Das heißt, was steht überhaupt da, richtig? So auch in dem Wissen, ich kenne die Geschichte, auch in dem Wissen, ich kenne den Abschnitt. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr die Verse 21 bis 31 schon gelesen, allein mit mir schon sehr oft. Ich zwinge mich immer und immer wieder. Und bevor ich kurz vor der Bibelstunde, ich sitze hier und ich lese den Abschnitt noch mindestens 1, 2, 3 Mal. Und immer mit dieser Haltung, was habe ich denn übersehen? Was steht noch da, was mir nicht aufgefallen ist? Also es was steht eigentlich da? Das ist das Erste. Und wir haben da gesehen, dass Paulus die Geschichte von Abraham und seinen beiden Frauen und eben beiden Söhnen aufgreift und sagt, okay, hören wir mal an uns diese Geschichte. Und mal aus dieser Perspektive, was hat das eben mit dem Gesetz zu tun und unserer Freiheit? Aus diesem Grund geschah mit Abraham das, was geschah. Und er zeigt erstmal fast die Geschichte zusammen. Das haben wir gemeinsam uns angeschaut. Nachdem wir uns wahrgenommen haben, also dass Abraham zwei Söhne hatte von zwei verschiedenen Frauen. Eine Frau war eine Sklavin und die andere Frau war eine Freie. Und das sind zwei verschiedene Söhne, das heißt, Abraham hat zwei Nachkommenschaft. Nach dem Fleisch waren sie alle Abrahams Nachkommen. Die von Ismael und von Isaak sind alles Abrahams Nachkommen. Aber Paulus sagt, die Schrift hat das nicht ohne Grund so niedergeschrieben und Gott hat das nicht ohne Grund so werden lassen. Warum? Das hat einen bildlichen Sinn. Und dann kommt der zweite Schritt und nachdem wir uns die Geschichte kennengelernt haben, also sie verstanden haben oder gesehen haben, was da steht, müssen wir uns fragen, was bedeutet sie? Und da geht es los und ich denke, da gibt es eben, der eine sagt, das bedeutet so, das bedeutet so und woher weiß man, dass es man richtig da ist? Und ich sage, es ist dann richtig, wenn wir das Licht des Evangeliums von Jesus Christus stellen und wenn es Sinn macht. Wenn du eine Geschichte nimmst, und in das Licht von Jesus stellst, was es über das Evangelium von Jesus sagt, und diese Geschichte auf einmal in diesem Licht Sinn macht, dann bist du auf der Spur der Wahrheit.
Dann bist du im Sinne des Geistes, wie er geschrieben ist. Wenn du diese Geschichte nimmst und über die etwas lehrst und das mit Jesus nichts zu tun hat, mit dem Evangelium nichts zu tun hat, dann bist du nicht im Geist, im Sinn, was es sagt. Und das ist oft so. Die Geschichten des Alten Testaments, die sind ja gut bekannt. Und das sind ja schöne Illustrationen. Und was kann man nicht alles daraus lernen? Und so werden sie ja auch oft gelehrt, genommen, auch gelesen. Was sagt das mir, was sagt das den anderen? Und dann werden die Geschichten genommen und dadurch werden auch gepredigt. Aber es hat aber nichts mit dem Evangelium zu tun. Es kann in sich selbst Sinn machen. Und es kann einen aufrufen zu einem guten Leben, zu Barmherzigkeit, es kann zu Hilfe aufrufen, es kann selbst überführen und sagen, oh, du sollst nicht in Sünde leben, versteht ihr? Das ist alt, so kann man die Geschichten lesen und anwenden. Aber darum wurden sie nicht geschrieben. Sie wurden geschrieben, um dich und mich hinzuführen zu Christus als ein Lehrmeister und damit wir das Evangelium in Jesus Christus verstehen. Also auch die Geschichte Abrahams müssen wir in das Licht des Evangeliums von Jesus Christus stellen und das macht Paulus. Und er sagt uns, was sie bedeutet. Und da beginnt er eben zu interpretieren und er sagt, es hat einen bildlichen Sinn. Und er erklärt, dass diese zwei Frauen und diese zwei Söhne zwei Bündnisse bedeutet. Interessant, oder? Dass bei Abraham schon und durch die Geschichte Abrahams Gott gesagt hat, es wird zwei verschiedene Bündnisse geben. Es gibt zuerst mal einen Bund. Und dieser einen Bund wird sein für die ersten Kinder. Und welche ersten Kinder sind damit gemeint? Und er sprach von Hagar. Die Sklavin, denn Sarah bekam keine Kinder. Also bekam Abraham zuerst seine Kinder durch Hagar. Und Hagar war eine Sklavin, die kam aus Ägypten. Und Gott gab diesem Volk ein Gesetz. Und dieses Gesetz ist am Sinai geschlossen worden. Und dann sagt Paulus, sehr interessant, lies mit mir nochmal Vers 24. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Einen vom Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingebürt. Und ich habe diesen Vers, das ist Hagar, genau. Ich habe diesen Vers, ich kann nicht zählen, wie oft gelesen. Und jetzt, wieder Vorbereitung auf diese Bibelstunde, ist mir dieses Wort hängen geblieben, hineingebürt. Vom Verständnis ist absolut klar, um was es hier geht. Aber jetzt schaut mal, das heißt, jeder aus Abraham, der durch die Hagar geboren wurde, das heißt durch die Linie Hagar, Ismael, jeder Nachkomme wurde hineingeboren in die Sklaverei. Man kommt nicht, wie kommt man unter die Sklaverei? Wie wird man ein Sklave? Man wird als Sklave geboren. Ja, am Anfang natürlich verkauft, wir wissen, unter die Sünde verkauft, das sind die Bilder, aber hier in die Nachkommenschaft. Jeder, der aus dieser Linie Hagar, Ismael kommt, wird automatisch, wenn er geboren wird, in die Sklaverei geboren. Das heißt, ob er will oder nicht, er ist ein Sklave. Und er kann nicht sagen, ich bin kein Sklave, ich will kein Sklave sein, ich will freier sein. Das heißt, die natürliche Geburt, aus Fleisch gezeugt, denn das hat Abraham getan, oder? Gott hat gesagt, ich schenke dir einen Nachkommen und er war ungeduldig. Er versprach ihm, es zu tun und Abraham hat gedacht, man muss helfen. Richtig? Das ist ein gutes Bild. Wir können genau das sagen. Das hat einen bildlichen Sinn. Wenn Gott sagt, ich mache aus dir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ein neues Leben will ich dir geben und du sitzt da und sagst, ich hätte das gerne, aber es dauert mir einfach viel zu lange. Gott, ich bete schon. Und wie oft habe ich das schon gebeten? Herr, befreie mich vom Fleisch, befreie mich von der Sünde, befreie mich. Kennen wir, oder? Jahrelang. Und dann sagen wir, der Herr befreit mich nicht. Und dann kommt jemand und sagt, ja klar, du musst auch was tun. Das reicht dir nicht. Und dann denkt man, ja, wahrscheinlich schon, weil ich habe ja probiert und es ging nicht. Gott, was soll ich tun? Und dann geht es schon los. Und dann kommen wir auf glorreiche Ideen, praktische Tipps. Gute Einfälle, wie Sarah kam. Und sie macht einen Vorschlag. Und Abraham sagt, ja, warum nicht, probieren wir es. Und wisst ihr was? Es hat in gewisser Weise geklappt. Es kam was dabei raus. Aber der Punkt ist, es kam Fleisch raus. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch ernten.
Und das ist das, was die Geschichte uns lehrt. Eine Nachkommenschaft, auch wenn man aus eigener Kraft und selber versucht, das bringt uns in die Sklaverei. Das ist unter dem Gesetz sein. So gut und hilfreich und praktisch die Tipps sind, wie man Sünde überwindet, was man tun und nicht tun soll, so gut ethisch und moralisch das auch klingen mag. Und das ist ja nicht schlecht, oder? Nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, das ist alles gut. Nur der Punkt ist, wenn du das als Sklave tust, bist du verkauft unter das Fleisch und du wirst dann niemals befreit werden. Im Gegenteil, die Sünde und das alles wird zunehmen. Das haben wir schon durchgearbeitet. So, wichtig ist, es geht die Nachkommenschaft, und das ist ja im Galaterbrief. Paulus zeigt ja auf, es gibt Kinder der Verheißung und es gibt Freie und Sklaven. Und ihr könnt bestimmt euch noch erinnern, wir sprachen darüber, wer unter dem Lehrmeister ist, unter dem Zuchtmeister ist. Das ist ein Unmündiger. Und erstmal, wenn man ein vollwertiges Kind ist, dann ist man frei von dem Vormund, von dem Sklaventreiber. Und dann ist man frei, kann man selbst die Entscheidungen treffen. All diese Gedankengänge, dass Paulus greift es auf und zeigt auf, schaut mal, jeder, der unter dem Gesetz ist, ist ein Sklave. Und er ist im Fleisch. Und er ist, und das wird wie Ismael. Genauso wie Ismael, das ist das Bild und er ist unter dem Gesetz. Und wichtig, und Vers 25 sagt, denn Hagar ist der Berg in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Jetzt zeigt er auf die Interpretation. So, wie müssen wir das verstehen? Und was Paulus macht, er sagt, so wie bei Abraham eine Nachkommenschaft aus dem Fleisch kam, und diese Nachkommenschaft zu einem Volk führte und mit ihrer Stadt Jerusalem, sagt er, dass Jerusalem jetzt, das jetzige Jerusalem, das heißt fleischlich, das heißt von der Erde, das heißt irdisch. Und er sagt, das jetzige Jerusalem, das ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das heißt, das irdische Volk, die irdische Nachkommenschaft Abrahams. Jeder, der aus der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams kommt, egal, ob er aus der Linie Ismael oder aus der Linie Isaak, es spielt keine Rolle. Alles, was aus dem Fleisch geboren ist, alles, was da kommt, gehört zu dieser Welt, es gehört zu dieser Schöpfung, es gehört zum Fleisch. Und das bedeutet, unter dem Gesetz zu sein, ein Sklave zu sein. Und wenn man unter dem Gesetz ist, ist man verflucht. Wenn man verflucht ist, steht man unter dem Tod, unter dem Gericht. Das ist diese Linie, die zieht sich durch, bei Abraham beginnt, und das macht Paulus deutlich. Und er sagt nicht nur Hagar, er sagt nicht nur Ismael, sondern das jetzige Jerusalem und mit seinen Kindern, das heißt mit der ganzen Nachkommenschaft. Allein das ist schon gewaltig, oder? Es ist eine Schlüsselstelle. Und ich habe das hier immer wieder schon gesagt, ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Hier geht es nicht um Islam und Judentum, hier geht es darum um Geist und Fleisch. Hier geht es um das irdische Jerusalem und das himmlische Jerusalem. Das ist das Thema. Und hier wird das deutlich gemacht. Und jetzt schaut mal, wie Paulus, bevor ich das weitermache. Ich habe auch das vor 2 Wochen schon kurz angesprochen. Ich möchte euch anhand 1, 2 Bibelstellen etwas zeigen. Wenn wir die Lehren des Paulus lesen, so wie er diese Wahrheiten lehrt, und dann werden wir immer wieder lesen, wenn er über Israel spricht, über Jerusalem spricht, dass er sehr fein da differenziert. Damit wir, die wir Kinder Gottes sind, lesen, unterscheiden können, von wem er gerade redet und wenn nicht. Denn das ist oft diese Unmündigkeit, die ich bei den Kindern Gottes feststelle, und das sage ich nicht von oben herab, dass man überall, wo man Israel liest, man denkt, das ist halt der Israel da hinten. Überall, wo man von Jerusalem liest, denkt man automatisch an Jerusalem im Nahen Osten. So, das ist so automatisch. Und das ist aber nicht richtig. Abgesehen davon dürfen wir das in der Bibel nie tun. Wir dürfen nie einen Begriff nehmen und automatisch denken, dass es bedeutet. Egal, ob das schon wie oft wir gelesen haben, sondern wir müssen diesen Begriff oder diesen Satz oder dieses Wort immer in dem Kontext lesen, in dem es gebraucht wird. Das ist wirklich, da möchte ich euch wirklich ermutigen, ich wollte nicht ermahnen sagen, aber nicht automatisch vorauszugehen, ich weiß, was das Wort bedeutet. Wirklich,
Bedeutet es in diesem Zusammenhang, ist es das Wort das, was du denkst, dass es ist? Und wenn du das prüfst und merkst, oh ja, das ist das, ist okay, aber es kann sehr gut sein, dass es in dem Kontext, ich mache dieses Beispiel, um das kurz zu halten, für viele ist Sauerteig automatisch böse. Und in der Schrift wird Sauerteig oft böse verwendet. Und wenn man liest und nicht aufpasst, liest man einen Bibelstellen, wo Sauerteig vorkommt und sagt, ah ja, schlecht, und liest weiter. Aber das stimmt nicht. Die Bibel verwendet Sauerteig auch positiv. Und deswegen muss man sagen, ist es jetzt positiv oder negativ gemeint? Versteht ihr, was ich meine? So, da ist sehr Aufmerksamkeit gefordert und nicht so flüchtiges Lesen. Und dann denkt man, ich weiß, was das zu sagen hat. Nein, da muss man genau hinschauen. Genauso, wenn die Schrift Jerusalem, Israel verwendet, da muss man genau schauen, von was ist da die Rede. Und ich werde heute euch ein gutes Beispiel zeigen. Aber zuerst möchte ich euch bitten, in den Korintherbrief mit mir zu gehen. 1. Korinther 10, Vers 18. 1. Korinther 10, Vers 18. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele von Paulus geben, wie er die Sache differenziert. Ich hoffe, dass ich das hier richtig notiert habe. Ich gucke schnell. Ja. In Kapitel 10 spricht er von einem Beispiel von Israel, dass er sagt, so wie Gott Israel rettete, aber nicht alle wirklich gerettet waren, obwohl sie mit Mose durch Schilfmeer gegangen sind, obwohl sie alle von dem Felsen getrunken haben, sagt, das ist Christus. Er sagt, nicht alle, die äußerlich zu einem Volk gehören, sind automatisch dadurch wirklich wahres Volk Gottes. Das ist, was Paulus ja immer und immer wieder deutlich macht, auch hier in Kapitel 10 Korintherbrief, und sagt, auch das ist für uns als Beispiel zur Warnung geschrieben. Und in diesem Zusammenhang schaut man, was in Vers 18 steht. Kapitel 10, Vers 18. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in der Gemeinschaft mit dem Altar? In diesem Abschnitt redet er vom Götzenopferfleisch essen und Anteil haben an den ganzen Ritualen und so weiter. Und dann vergleicht er und sagt, wenn das Israel an ihre Opfer darbringt. Er nimmt es als Beispiel. Er sagt nicht, dass man es tun muss. Er nimmt es als Beispiel, Israel und ihre Opfersystem. Und dann sagt er aber, damit du und ich sofort wissen, von welchem Israel hier die Rede ist, und nicht, dass wir hier anfangen, wieder Opfer zu bringen, sagt er, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Immer, und das ist, was ich sage, immer wieder, wenn er vom Israel nach dem Fleisch redet und nicht nach dem Geist, erwähnte das, um deutlich zu machen, das ist das irdische Israel, das ist das irdische Jerusalem, da sind die unter dem Gesetz sind, übrigens darum bringen sie Schlachtopfer, das sind die, die unter dem Gesetz sind und versklavt sind. Und dann erwähnte eben dieses Israel nach dem Fleisch. Oder eine andere Stelle, wenn ihr zurückgeht in Römer Kapitel 9, dann sagt er nicht nur Israel nach dem Fleisch, sondern er redet von Brüdern nach dem Fleisch. Und auch wenn ich diese Stellen, oder auch wenn ihr das schon mit Sicherheit mit mir mitgeht, ich möchte trotzdem bewusst sie aufschlagen, weil wenn ihr es in eurer Bibel aufschlagt, dann werdet ihr sie wiederfinden und dann lernt ihr diese Bezüge auch in eurer Bibel wieder zu haben. Im Römer Kapitel 9, ich lese ab Vers 1, schreibt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlich Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also wiederum, er ringt um die seine Brüder nach dem Fleisch, das heißt die irdische Nachkommenschaft. Er ist selbst ein Jude, also er ringt um die Juden. Aber deutlich zu sagen, wenn er sagt Brüder, und nicht einfach Brüder allgemein, nämlich Kinder Gottes, sagt er Brüder nach dem Fleisch, das heißt die irdische Nachkommenschaft. Also da differenziert er und sagt, wenn er immer nach dem Fleisch sagt, damit wir sehr deutlich das haben. Jetzt gehen wir zurück zum Galaterbrief. Und schlag mit mir Galater 6, Vers 16 auf. Schaut mal, wie er den Brief enden wird. Also wir kommen noch mal dahin. Schaut mal, 6,16, da heißt es, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Also, jetzt macht er deutlich, jetzt redet er von Frieden und Barmherzigkeit, aber er redet von Israel. Von welchem Israel aber?
von Israel Gottes. Er redet nicht von den Kindern nach dem Fleisch, er redet nicht von Jerusalem nach dem Fleisch, von Jerusalem, von jetzt in Jerusalem. Nein, nein, nein. Er redet von Frieden und das wahre Volk Gottes, das wahre Israel empfängt, nicht das irdische. Da, so fein und so differenziert macht er das. Und weil das nicht getan wird, werden Dinge vermischt und Dinge auch erwartet, auch heute. Gerade natürlich, wir wissen ja diesen Nahostkonflikt wieder, der ist eskaliert. Und wie viele glauben, dass Israel nach dem Fleisch und das irdische Jerusalem, das jetzige Jerusalem, einen Anspruch hat auf das Eingreifen Gottes, einen Anspruch auf Frieden, einen Anspruch auf Rettung, auf Irdisches. Versteht ihr, was ich meine? Das neulich wieder schockiert gewesen, einer, ich muss den Namen nicht nennen, die meisten werden es wissen, einer, der im deutschsprachigen Raum ein großer Verfechter davon ist und die Lehren lehrt, dass Israel das wahre Volk Gottes ist, hat etwas behauptet, was so gegen die Schrift ist, und das aber nicht nur einmal und nicht nur jetzt, dass dein und mein Schicksal, dein und mein Heil davon abhängig ist, wie wir zu Israel stehen. Also man sagt, glauben, ja, leugnen nicht. Rettung, Jesus, ja, leugnen nicht. Das würden sie verkündigt, ja. Und nicht nur er, viele. Und dann aber sagt man, aber letztendlich ist dein und mein Schicksal davon abhängig, ob du pro Israel, jetzt im Israel bist oder dagegen bist. Dann hängt dein Heil davon ab. Und ich sage das jetzt bewusst. Wisst ihr warum? Genau das ist das, wogegen Paulus im Galaterbrief kämpft. Man leugnet nicht, dass Jesus der Erlöser ist. Man leugnet nicht das Evangelium. Aber man sagt, es ist wichtig, dass du eine richtige Position zu Israel hast. Wenn du gegen Israel bist und Gott kommt, Jesus kommt, dann war es mit dir. Egal, ob du glaubst oder nicht. Das ist eine falsche Lehre. Das ist wirklich gegen Christus. Das ist gegen das Evangelium. Unser Heil, unser Glaube hängt nicht davon ab, wie wir zu einem irdischen Volk stehen. Unser Heil hängt davon ab, wie wir zu Christus stehen. Unser Heil hängt davon ab, ob wir zum himmlischen Jerusalem gehören und nicht, ob wir zum irdischen Jerusalem gehören. Und ich sage das bewusst, weil die Tage große Verwirrung da ist. Und man muss diese Dinge bei Namen nennen, man muss sich positionieren, man muss auch von dieser Gefahr wirklich warnen, denn viele, viele lassen sich darauf ein, und ich sage jetzt bewusst so, in ihrer Unwissenheit, weil sie nicht fein schneiden können, weil sie den Unterschied eben nicht kennen, dass Israel nach dem Fleisch und das Israel nach dem Geist, das jetzige Jerusalem und das himmlische Jerusalem und auf was es eigentlich ankommt. Es gibt eine sehr, sehr wichtige Stelle, und ich weiß nicht, ob ihr sie in diesem Zusammenhang mal gelesen habt, aber ich hoffe, dass es spätestens jetzt deutlich wird, in 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel. Ich habe als junger Christ viel über diese Stelle nachgedacht und mich gefragt, was will Paulus damit sagen und warum sagt er das überhaupt? Wenn ihr 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16 mit mir lest, dann heißt es, daher kennen wir von nun niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Ich habe damals gedacht, was? Die ist so dreckig heute. Das sind meine Augen noch so müde oder keine Ahnung. Ich habe gedacht, warum schreibt er das? Und was ist die Aussage? Was bedeutet das? Gut, daher kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch, erstens. Und zweitens, auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn nicht mehr so. Was bedeutet das? Was meint er? Und ich denke, in diesem Kontext, von dem wir jetzt gerade reden, wird diese Stelle sehr klar. Denn früher ging es darum, eine irdische Nachkommenschaft. Es ging darum, ein Volk Gottes zu sein. Und das war man aus der Nachkommenschaft Abrahams. Das heißt nach dem Fleisch. In Christus Jesus aber wird man nicht ein Kind Gottes, oder man wird aber ein Kind Gottes nicht aus der natürlichen Nachkommenschaft, wenn man in ein Volk hineingeboren wird, nach dem Fleisch, sondern wenn man hineingeboren wird nach dem Geist. So, und jetzt sagt Paulus, jetzt in Christus Jesus, nach dem Evangelium, das mir anvertraut ist, das für alle da ist, sowohl für Juden wie auch Heiden. Lest mit mir ab Vers 14.
Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Wenn Paulus sagt, einer für alle, was meint er damit? Für jeden einzelnen Menschen? In den wenigsten Fällen, oder er meint, in meisten Fällen sagt er, wenn er für alle, dann meint er Juden wie Heiden. Das ist im Kontext beim Paulus. Wenn er sagt für alle, dann sagt er nicht nur für die Juden, auch für die Heiden. Er ist für alle gestorben. Und dann sagt er, somit ist er für alle gestorben und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern der für sie auferstanden worden ist. Also, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden. Das Erlösungswerk Jesu Christi, sein Tod und Auferstehung, hat uns eine neue, was gebracht? Einen neuen Stand, eine neue Zugehörigkeit. Wir gehören jetzt ihm. Wir sind jetzt im Geist, nicht mehr im Fleisch. Wir gehören zu einem neuen Volk. Und jetzt schaut man nur Vers 17 und dann erklärt sich Vers 16, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine, das kennen wir, gell? Eine neue Schöpfung. Und jetzt, Entschuldigung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Darum geht's. Es geht um das Neue. Und was ist das Neue? Eine neue Schöpfung. Wie wird man eine neue Schöpfung? Man wird geboren, hineingeboren in einen neuen, in eine neue Schöpfung, in ein neues Volk, zu einem neuen Jerusalem. Das heißt, und jetzt sagt Paulus, da wir das verstanden haben, ah, Gottes Volk ist nicht nach dem Fleisch, es ist ja nach dem Geist. Allein wir wissen, Gott ist Geist, oder? Und die ihn anbeten müssen, müssen den Geist in der Wahrheit anbeten. Gott ist nicht Fleisch, Gott ist Geist. Und jetzt geht aber weiter, und jetzt sagt er, jetzt verstehen wir. Früher, vielleicht hat man sich auf das Fleisch konzentriert, weil das die Wahrheit des Geistes noch nicht offenbar war in Christus, was es bedeutet. Aber er sagte, aber jetzt kennen wir jetzt niemanden nach dem Fleisch. Uns ist es egal, ob jemand eine DNA aufweisen kann, ob er aus der Linie Abrahams ist oder nicht. Versteht ihr? Uns ist egal, ob das ein Israelit ist oder nicht nach dem Fleisch. Ob er zum jetzigen Jerusalem gehört oder nicht. Das spielt keine Rolle mehr. Wir gucken nicht mehr nach dem Fleisch. Wir gucken nur noch eins, nach dem Geist. Und darum sagt er, und jetzt geht er sogar weiter. Wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, was meint er? Darauf beziehen sich so viele. Ja, Jesus war doch ein Jude. Jesus war doch unter dem Gesetz gekommen. Also müssen wir auch Juden werden, also müssen wir auch unter dem Gesetz sein, oder? Das ist immer und immer und immer wieder die Argumentation. Und Paulus sagt, ja, wir wissen, der Messias kommt aus den Juden, ja. Er kommt aus der Linie Juda, ja, Davids und so weiter. Das wissen wir alles. Nach dem Fleisch wissen wir, wie er Mensch geworden ist. Aber er ist in diesem Fleisch gekommen, gestorben und ist auferstanden. Und wie ist auferstanden? Im Geist. Und jetzt ist er im Geist, verherrlichter Leib, Geistleib, den wir ja auch bekommen und anziehen werden. Eine neue Schöpfung, denn er ist der Erste in allem. Oh, ich danke dir. Einer, der mitleidet, weißt du. Ist schon schlimm, gell? Wir alle husten rum und krächzen rum. Am Sonntag habe ich gehört, wie der Victor moderiert hat und dachte auch, der Arme, der. Ja, aber egal. Nach dem Fleisch alles nicht so schlimm. Ich habe den vor vielen Jahren einen Spruch von einem lieben Bruder, den sehe ich auch gar nicht hier heute. Er hat gesagt, ist nicht zum Tode. Da habe ich gesagt, das ist gut, ist nicht zum Tode. Dann, seitdem so ist, dann akzeptiere ich es. Was zum Tode wäre eigentlich gut wäre, wenn wir jetzt im Geist, gell? Nicht mehr im Fleisch. Also jetzt ist es wichtig, kehren wir zurück noch zu dieser wichtigen Stelle. Also sagt Paulus, wenn wir Christus nach dem Fleisch kannten, ja, wir wussten, woher er kommt, wir kannten seine Abstammung, wir wussten, er war ein Jude, wir wussten, er war unter dem Gesetz, alles. Wir verstehen auch, warum. Aber wir verstehen auch, er ist gestorben, hat das alles erfüllt, auferstanden und jetzt ist es im Geist. Jetzt kennen wir müssen ihn nicht mehr nach dem Fleisch kennen, abgesehen davon, wir kannten ihn gar nicht nach dem Fleisch. Wir waren nicht da, wir haben ihn nicht so erlebt. Aber wir kennen ihn nach dem Geist jetzt und das ist das Entscheidende, darum geht's. Nochmal, wie viele Kinder Gottes aber verharren und verkrampfen und da sich in diesem Fleisch, sowohl bei Menschen wie bei Christus selbst. Und der Apostel Paulus, die Schrift lehrt, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch.
Warum? Denn daher, wenn jemand in Christus ist. Übrigens, das ist der Kontext, gell? Wir kennen das, neue Schöpfung. Aber das ist ein Nebensatz daher oder eine Schlussfolgerung. Weil wir im Geist sind, nicht mehr Fleisch. Daher eine neue Schöpfung. Wenn du da denkst, oder ich sage es andersrum, wiederum, in meinen jungen Jahren, schön das sagen zu können, dachte ich, wo ist die neue Schöpfung? Hier heißt es, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und ich sehe nur das Alte. Ich sage, theoretisch steht es ja da und wenn ich in Christus bin, bin ich eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und ich gucke mich an und denke, also bei mir ist irgendwie das Alte noch nicht vergangen. Aber jetzt, wenn wir begreifen, was Paulus hier sagt, dann verstehen wir, er sagt nicht, dein Fleisch ist weg. Er redet jetzt nicht davon, dass du nicht mehr sündigst, er sagt nicht davon, dass du das Fleisch ist aufgelöst und du nur Geist bist, davon redet er nicht. Er redet davon, dass wir in Christus Jesus eine neue Schöpfung sind, eine neue Stellung sind. Wir gehören zu einem geistigen Volk, davon redet er. Wir gehören zu einer neuen Stadt, davon redet er. Wir gehören zu einem neuen Volk, wir sind geistlich wiedergeboren. Haben einen neuen Stand bekommen, eine neue Schöpfung. Wir gehören nicht mehr zu dieser Erde, das ist der Punkt. Auch wenn wir noch in dieser Welt leben, auch in diesem Fleisch und übrigens, ja, wir fallen, ja, wir sündigen, ja, wir können nicht allem widerstehen. Aber wisst ihr was, darum ist auch Christus gestorben. Die Tage meiner Schwachheit, 2 Wochen, ich habe das immer wieder gedacht und auch meine Frau immer bezeugt, auch wenn ich nicht mehr viel habe und nicht mehr viel Kraft habe, nicht die geistige Frische ins Wort sich zu vertiefen, zu studieren, man liegt nur noch da, vegetiert vor sich selbst ein bisschen hin. Und dann, aber das Einzige, was ich immer habe und eine Freude daran habe, ich bin so, so dankbar dem Herrn, dass er einen Weg geschaffen, nicht nur gefunden, geschaffen hat, mich zu jeder Zeit, zu jedem Augenblick, zu jeder Sekunde, mich so zu behandeln, als ob ich heilig, gerecht und tadellos bin. Zu jeder Sekunde meines Lebens. Und es kommt nicht darauf an, was ich tue oder nicht tue, denke oder nicht denke, sondern was ich in Christus Jesus einfach bin. Und versteht ihr, alles mag weg, aber da, ich liege da und denke darüber und ich denke, wie gut ist das? Das ist neu. Das war vorher nicht da. Neu, wir gehören zu dieser neuen Schöpfung, die in dieser Art und Weise vor Gott dasteht, in dieser rechten Weise. Wir wissen, dass wir auch später den Leib bekommen werden, darauf warten wir. Aber nur weil wir jetzt das noch nicht spüren am Leib, heißt nicht, dass wir das nicht sind. Diese neue Schöpfung sagt nicht, hier alles ist, Altes ist vergangen, bedeutet nicht, du sündigst nicht mehr. Was ist Altes vergangen? Das alte Volk, das Israel nach dem Fleisch, die Nachkommenschaft nach dem Fleisch, das jetzige Jerusalem, das alles ist Fleisch. Das ist alles vergangen. Warum sich immer noch darauf ausrichten? Warum dafür kämpfen? Warum dafür spenden? Warum das Ganze machen, wenn alles neu geworden ist? Ich verstehe es nicht und verstehe es doch, weil dieses Verständnis fehlt, was wir in Christus wirklich sind. Man glaubt an das Erlösungswerk Jesu Christi, aber was es letztlich in der Tiefe bedeutet, in der Konsequenz, ist man einfach ein Unmündiger. Und je Klarheit aber wir darüber haben, je deutlicher es wird, umso klarer wird es, oder so sind wir in der Lage, auch diese Dinge, auch in dieser Welt, die passieren, deutlich zu verstehen, zu sehen und dementsprechend uns zu positionieren. Also, wir kennen nicht mehr nach dem Fleisch. Wir kennen es nach dem Geist. Jetzt wieder zum Galaterbrief zurück. Wir sind immer noch bei der Interpretation, ja? Wir interpretieren die Geschichte von Abraham und den beiden Frauen und den beiden Kindern, beiden Söhnen. Und Paulus gebraucht zuerst die Hagar und zeigt auf Isaak, die Linie und diese Nachkommenschaft. Und dann macht er deutlich, das ist das jetzige Jerusalem. So. Und das ist Sklaverei. Das ist, und im Kontext der Galaterbrief deutlich, das ist Gesetz. Vers 26. Lass uns noch die nächste Interpretation miteinander machen, bevor wir dazu der Anwendung kommen. Die nächste Interpretation, die er macht, Vers 26, das Jerusalem droben aber ist frei.
Und das ist unsere Mutter. Interessant, dass er von der Mutter spricht. Ja. Warum? Gucken wir uns gleich an, ganz kurz. Aber jetzt hat er davon geredet, das heißt Hagar, Ismael, die Nachkommenschaft Ismael, das ist ein Bild für das Israel nach dem Fleisch. Und das ist Sklaverei. Und jetzt geht er hin und sagt, dass Jerusalem droben, also es gibt noch ein Jerusalem. Und droben ist klar, es ist himmlisch. Es ist nicht irdisch. Es ist geistlich, es ist nicht fleischlich. Es ist aus geistlichen Steinen und nicht aus irdischen Steinen gebaut. Und dass man, es gibt ein irdisches Jerusalem und ein himmlisches Jerusalem. Jetzt, wonach sollen wir uns ausstrecken? Was soll für uns wichtig sein? Für was, wo wollen wir bauen? Wo wollen wir uns investieren? Wo wollen wir uns in die Mittel und Finanzen hinstecken? Was wollen wir bauen? Wo bauen wir mit, an welchem Bauwerk? Und er sagt, dass Jerusalem droben, und das ist das Erste, was er sagt, ist frei. Warum frei? Das auf der Erde ist im Fleisch. Fleisch ist Sklaverei. Das im Himmel ist, ist Geist. Geist ist frei. So, wichtig. Das sind die beiden Linien, die er deutlich macht. Jetzt, nur damit ihr keine, ich hoffe, dass ihr diese Dinge differenzieren könnt. Es gibt ja, interessanterweise sagt er jetzt nicht, und das ist Ismael, Entschuldigung, und das ist Isaac. Und das ist Sarah. Warum macht er das nicht? Weil die Übertragung hier ist nicht, Abraham hatte damals sozusagen zwei Nachkommen und Ismael war Fleisch und Isaac war Geist. Wisst ihr warum? Weil Isaac auch Fleisch ist. Israel, Entschuldigung, mit den Namen komme ich durcheinander. Ismael und Isaac. Isaac ist zwar auch Fleisch vom Abraham gezeugt, aber es ist ein Bild. An Isaac, ich hoffe, wenn ich verwechsel, dann ordnet das in eurem. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe, muss ich ehrlich sagen. Isaac ist ein Bild für die Nachkommenschaft aus der Verheißung. Ist ein Bild dafür, dass Gott es machen muss in unserer Unfähigkeit, Schwachheit, wenn wir selber nichts schaffen können. Gott schafft neues Leben. Aber nur weil Isaac ein Bild ist, heißt nicht, dass alle, die aus Isaac sind, automatisch Volk Gottes sind. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wichtig, diese Übertragung, wir müssen da sehr, sehr gut differenzieren. Deswegen sagt Paulus, diese zwei Kinder, das heißt ein Bild. Das ist nicht das Eigentliche. Genau wie der Tempel ein Bild ist, die Opfer ein Bild ist. Es ist alles ein Bild. Aber an den Bildern können wir unterscheiden. Nur als Beispiel. Wer ist ein Bild auf Christus? Sonntags habt ihr wieder gehört. Zum Beispiel Josef. Gell? Ist Josef der eigentliche Erlöser? Nein. Wer ist noch ein Bild auf Christus? David. Ist David der eigentliche Erlöser? Wir haben viele Typusse, viele Bilder, Vorläufer. Und so vieles wir an ihnen lernen, wissen wir, das sind sie aber nicht. Und genauso verhält sich das auch mit dieser Linie. Auch Isaac ist ein Bild. Und deswegen gab es Ismael und Isaac, damit wir, welches Bild? Wir müssen unterscheiden, Nachkommenschaft Abrahams hat zwei Linien. Eine Linie des Fleisches und eine Linie des Geistes. Das ist aber bildlich. Versteht ihr, Abraham kann niemand geistlich zeugen. Das kann nur Gott. Und das ist Wiedergeburt. Darf ich an dieser Stelle noch etwas einhaken, um einfach Klarheit zu schaffen? Es wird argumentiert, und zwar nicht katholischer, nicht landeskirchlicher, lutheraner Ebene, sondern bundestheologischer Ebene, dass, weil Abrahams Nachkommenschaft alle beschnitten werden müssten, weil sie von ihm gezeugt worden sind, wurde sowohl Ismael wie Isaac beschnitten, richtig? Könnt ihr erinnern, an eine Bibel musste ich das korrigieren, dass Isaac auch beschnitten worden ist. Ja, beide. Warum? Weil sie durch die natürliche Zeugung zum Volk, zum abrahamitischen Volk gehörten. Darum mussten sie beschnitten werden. Jeder, der von Abrahams natürlicher Nachkommenschaft kommt, gehört automatisch zum Volk. Und was ist das Siegel, das Zeichen der Zugehörigkeit? Beschneidung. Das passiert automatisch. Also das ist, was Gott fordert. Er sagt, also man kommt nicht beschnitten zur Welt, sondern weil es fleischlich, irdisch ist, sagt Gott, mach das. Also das ist die Linie.
Jetzt machen manche den Fehler, den gedanklichen Fehler und sagen, also wenn Kinder von gläubigen Eltern zur Welt kommen, müssen sie die Taufe empfangen. Automatisch. Jedes Kind, ob gläubig oder ungläubig, Ismael oder Isaak, versteht ihr? Weil Ismael oder Isaak haben ja die Beschneidung bekommen. Also dürfen und sollen jedes Kind gläubiger Eltern auch die Taufe empfangen. Weil die Taufe, wird gesagt, das ist das Neue, die neue Beschneidung. So. Wo liegt der Denkfehler? Oder warum können wir nicht sagen, dass das richtig ist? Oder also, warum ist das falsch? Weil du und ich als Kinder Gottes keine geistlichen Kinder zeugen können. Denn wer bekommt die Taufe? Ungläubige oder Gläubige? Gläubige. So wie eine natürliche Nachkommenschaft eine natürliche Beschneidung des Fleisches brachte, so bekommt aber eine geistliche Geburt eine geistliche Beschneidung des Herzens. Das Bild davon ist die Taufe. Aber wann wird man geistlich geboren? Wann kommt man in eine geistliche Familie hinein? Durch natürliche Zeugung? Dann spielt keine Rolle, ob du in einem christlichen Elternhaus hineingeboren worden bist oder nicht. Du bist Fleisch. Und du bringst in der Linie Ismael. Also in übertragenem Sinne. Du kriegst eine Beschneidung da. So, der Punkt ist der, Kinder Gottes wird man, man kommt zum Volk Gottes, man wird in das Volk Gottes dann hinzugefügt, wenn man von Neuem geboren wird. Das ist die Wiedergeburt. Darum hat es in der Bibel zwei Geburten, die irdische und die himmlische, die fleischliche und die geistliche. Und nur die geistlich geboren sind, bekommen die Beschneidung des Herzens. Darum sind sie auch übrigens legitimiert oder berechtigt, auch die Taufe zu empfangen. Wenn aber ein Kind zeuge, es kommt zur Welt und ich glaube an Jesus Christus, bin wiedergeboren. Und das Kind ist aber immer noch Fleisch. Es muss erst wiedergeboren werden. Ihr wisst es doch, oder? Wie viel beten wir und ringen wir um unsere Kinder darum? Wie schön wäre es, wenn es automatisch wäre, oder? Flupp, zack, Kind Gottes. Das wäre wunderbar. Ist nicht so. Warum? Das ist eine Gnade Gottes, ein Akt Gottes. Es ist, dass er macht, die aus Gott geboren sind. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Und die bekommt nur jemand, der von Gott geboren worden ist. Darum nochmal, und ich möchte nicht irgendwelche Felder wieder aufmachen, ich will nur, dass wir das Prinzip, was uns die Schrift nennt, anwenden. Darum macht es keinen Sinn, Kinder zu taufen. Denn die sind nur Fleisch geboren, nicht im Geist. Auch wenn sie gläubige Eltern haben. Aber wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann, wer will ihn wehren? Wer darf wehren? Dann sagt Petrus, wenn sie die Gabe des Geistes empfangen, wie könnten wir ihnen das Wasser verwehren? Das ist die Reihenfolge. Empfangen des Geistes heißt Wiedergeburt. Da können wir doch nicht sagen, ihr dürft nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ergibt sich alles aus einem richtigen Verständnis von Nachkommenschaft Fleisch und Geist. Und ich sage, weil aber da kein richtiges Verständnis ist, hat das Auswirkungen bis auf solche Praktiken und Dinge in der Gemeinde. Wenn man kein richtiges Verständnis hat, was ist wirklich Israel und was ist nicht Israel. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Ab wann? Warum? Ich hoffe, das klingt nicht so dogmatisch und nicht so belehrhaft, aber für mich, das sind feine, aber wichtige Dinge, die wir brauchen, wie das Wort Gottes, das so scharf ist, das trennt und scheidet Mark und Bein, dass wir bei der Wahrheit bleiben und in der Lage sind, diese Dinge zu prüfen und zu entscheiden, ist das schriftgemäß? Nein, noch wichtiger, ist das evangeliumsgemäß, ja oder nein? Jetzt lehrt Paulus Vers 26, dass Jerusalem droben, aber ist frei. Das heißt, alle, die zu dem jetzigen Jerusalem gehören, sind nicht frei. Müssen wir es merken, weil die Anwendung, die kommt dann später, ab Vers 28, ist jeder, der zum jetzigen Jerusalem gehört und jeder, der nicht frei ist, wird nicht erben. Auch wenn alle darauf warten, sagen, aber die müssen doch das Erbe kriegen. Das gehört ihnen, das steht ihnen zu.
Aber die Schrift sagt, sie werden nicht erben, können so lange darauf pochen, wie sie wollen, werden nicht erben. So dass es, wer wird erben? Der Freie erbt, nicht der Sklave erbt. Also, aber frei ist nur der, der zum himmlischen Jerusalem gehört. Von welchem Jerusalem ist also die Rede? Was ist das himmlische Jerusalem? Ich sage, das ist das Jerusalem, das ewig bestand. Das Jerusalem, das genauso wie der Tempel und wie alles andere auf der Erde nur Schattenbilder des Himmlischen waren. Denn was war zuerst, das Himmlische oder das Irdische? Das Himmlische. Und so ist es Jerusalem droben, das ist da, wo Gott ist. Dieses Jerusalem droben wird beschrieben mit verschiedenen Begriffen, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und denen werden wir nachgehen. In der nächsten Bibelstunde, ist das nächste Mittwoch schon? Ja? Dann noch, ja. Ich bin nicht, dass ich etwas Falsches sage. Nächsten Mittwoch werden wir uns dieses Jerusalem droben noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann schauen, wie Paulus die nächste Schriftstelle nimmt. Und zwar gehen wir in Jesaja. Dann heißt es, denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebürst. Brich in Jubel auf, rufe laut, die du keine Geburtsweden hast. Genau, das ist ein Zitat aus dem Jesaja. Und ich möchte euch zeigen an der nächsten Stelle, an Jesaja-Stelle und dann ein bisschen da auch im Kontext, wie man das Alte Testament richtig liest. Und warum Paulus auf einmal den belegt, dass Jerusalem droben die Freie ist und warum sie frei ist. Belegt mit Jesaja, Jesaja 54. Ja, ich muss immer an euch denken, euer Trauvers ist gewesen. Ihr habt es echt geschafft, es gibt nicht wenige, die ich getraut haben, die einen Vers ausgesucht haben, der bis heute bei mir noch im Gedächtnis hängt, steht in Jesaja 54. Und ich freue mich, nächstes Mal mit euch da mit hinzugehen und nochmal über dieses Jerusalem droben ein bisschen genauer anzuschauen. Für diejenigen, die mit mir schon länger unterwegs sind, wird das nicht was Neues, aber ich hoffe trotzdem herrlich genug sein. Für diejenigen, die erst später hinzugekommen sind, hoffe, dass das für euch einige Türöffner sein wird zum Verständnis des Alten Testaments. Und dann, wenn wir das gemacht haben, gucken wir uns die Anwendung. Welche Konsequenzen ergibt sich das für dich und für mich? Und ich finde es herrlich, wie Paulus eine Anwendung macht, eine praktische Anwendung, die für den einen und anderen nicht praktisch genug ist, aber von der Schrift sehr praktisch ist. Welche Konsequenz hat es für dich und für mich, nach dem allem, was er hier gesagt hat, nach diesen drei Bezügen von der Schrift? Das gucken wir uns dann in der nächsten Bibelstunde am nächsten Mittwoch und ich hoffe, dass da ich fitter genug bin, auch meine Stimme, und wir in aller Kraft unser Studium fortsetzen. Ich danke, dass ihr an diesem schönen Tag hergekommen seid und ich wünsche euch, dass ihr euch das Wetter noch mitgenießt am Ende. Vielleicht geht ihr jetzt was auch Fleischliches essen, nachdem ihr geistlich gegessen habt. Lass uns beten, ich steh dazu auf. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, für die Tiefe deines Wortes und eigentlich die Klarheit deines Wortes über dein Ratschluss, über deine Wege, die höher sind als unsere, deine Gedanken, die weit höher sind als unsere. Und du hast es für nötig erachtet und hast sie uns offenbart. Hast uns kundgetan, nicht nur durch die Propheten, sondern am Ende der Tage durch deinen Sohn, dass wir diese Wahrheit sehen und erklärt bekommen haben. Und dass wir heute, Jesus, dich hier in deinem Wort lesen und ebenfalls entdecken dürfen. Ich danke dir dafür. Danke für diese Stunde des Lesens. Lass es zum Segen werden, zur Mündigkeit, zum Verständnis gereichen durch deinen Geist. Herr, wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen.